und herzlich willkommen zum Marktplatz Neumarkt. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Ausnahmsweise gibt es an dieser Stelle mal nicht sofort die Hauptspeise, sondern erst ein paar kleine Häppchen vorweg. Was ich damit sagen möchte ist, jetzt kommen zuerst unsere Kurznachrichten, kompakt zusammengefasst aus der Stadt und dem Landkreis Neumarkt. Im Gebiet der Polizeiinspektion Neumarkt gibt es immer mehr Unfälle mit Fahrerflucht. Im letzten Jahr waren es 367, der höchste Wert seit 10 Jahren. Einer der häufigsten Fälle ist die Verursachung von Schäden beim Ein- und Ausparken. Am Freitag letzter Woche informierten Polizei und Verkehrswacht deswegen an einem Parkplatz in der Altdorfer Straße über das Thema. Die Sensibilität der Bevölkerung soll gestärkt werden. Bei einem Vorfall sollte man auf jeden Fall die Polizei verständigen. Im Fall einer Fahrerflucht erwartet den Täter ansonsten eine Geldstrafe, die sich nach dem Einkommen richtet. Feucht, Schwarzenbruck und Wendelstein wurden vor kurzem im Landesentwicklungsprogramm als gemeinsames Mittelzentrum anerkannt. Am Freitag letzter Woche fand hierzu ein kurzer Festakt mit Ministerpräsident Markus Söder statt. Dieser enthüllte einen Gedenkstein am Alten Kanal, exakt an der Stelle, an welcher die drei Gemeindegebiete geografisch aufeinandertreffen. Die Erhebung zum Mittelzentrum kann unter anderem dann eine Rolle spielen, wenn zum Beispiel aus Finanzgründen staatliche Einrichtungen geschlossen werden müssen. Die neue Einstufung kann hierbei von Vorteil für die Kommunen sein und Sparmaßnahmen vor Ort verhindern. Der Umbau des Schleusenwärterhäuschens Mühlhausen ist abgeschlossen. In Zukunft ist dort das Repair-Café untergebracht, welches sich bislang in Berching befand. An jedem ersten und dritten Mittwoch im Monat zwischen 18 und 22 Uhr gibt es die Möglichkeit, unter fachkundiger Anleitung und mit professionellem Werkzeug defekte Alltagsgegenstände zu reparieren. Am Mittwochabend dieser Woche feiert das Team die Einweihung mit einem Grillfest und Freibier. Bereits 2012 fand die Einweihung des zweiten Bauabschnitts des Neumarkter G6 statt. Seitdem hat das Haus für Jugendbildung und Kultur noch mehr Platz für ein recht buntes Programm. Im starken Kontrast dazu präsentiert sich das Gebäude allerdings von außen in eher nüchternen Grautönen. Und deshalb startete am Montag eine neue Aktion Freilichtgalerie. 30 Schülerinnen und Schüler des Willibald-Gluck-Gymnasiums machen den Anfang. Ungefähr ein halbes Jahr lang haben sie zusammen mit ihren Kunstlehrerinnen Motive entworfen, die besten ausgewählt, und am Montag konnten sie endlich mit der Realisierung loslegen. Dass es erst 6 Jahre nach der Eröffnung des Anbaus an die Umgestaltung der Fassade geht, liegt an verschiedenen rechtlichen Beschränkungen und bautechnischen Herausforderungen. Inhalt dieser besonderen Aufgabe war einfach eine Lösung zu finden, wie wir technisch das, was an künstlerischen Ideen da ist, wie wir es technisch umsetzen. Dazu ist es notwendig, dass man sich über die Konstruktionsart Gedanken macht, dass man sich Gedanken macht, wie kann das gestalterisch so auf die Fassade gebracht werden, dass die Architektur nicht verändert oder uminterpretiert wird. Und bei dieser Aufgabe muss man sich natürlich Fachleute holen. Die Lösung? Nicht die Fassade an sich wird bearbeitet, sondern durch einzelne individuell gestaltete Platten ergänzt, die an den Außenwänden installiert werden. So entsteht ein Ausstellungscharakter, wie in einer Freiluftgalerie. Und die Motive sind letztendlich auch austauschbar. Und das wünschen wir uns sehr, dass auch in Zukunft andere Gruppen davon Gebrauch machen und hier auch so eigene Tafeln bearbeiten, die dann aufgehängt werden an der Galerie. Und im Grunde genommen ist diese Form der Gestaltung dieser Außenfassade jetzt ein Sinnbild für die Jugendarbeit an sich, weil Jugendarbeit muss immer veränderbar sein. Die Stadt Neumarkt investiert rund 20.000 Euro in die Umgestaltung. Man kann also sagen, fast 30 Jahre nach der Wende bekommt die Jurastadt endlich auch einen Plattenbau, der allerdings wesentlich individueller ist als alles, was man im Osten darunter verstand. Und diese Themen haben wir nach einer ganz kurzen Pause für Sie. Psst, war gestern. Längst sind die Zeiten vorbei, in denen man in öffentlichen Bibliotheken nur still studieren darf. Auch die Neumarkter Stadtbibliothek unterliegt dem Wandel der Zeit. Und wenn die Chinesin Bayerisch lernt, My Fair Lady kommt nach Neumarkt. Das und mehr sehen Sie gleich, also bleiben Sie dran.
Wem gehören die Straßen von Neumarkt? Na, Ihnen! Bei Monopoly Neumarkt. Ab Herbst erscheint der Spieleklassiker in der offiziellen Städteedition. Sichern Sie sich schon jetzt ein Exemplar der limitierten Auflage. Gutscheine gibt's im Wochenblatt-Ticketshop am oberen Markt. Die BGN Gleichauf mit ihren 60 qualifizierten und freundlichen Mitarbeitern verfügt über umfangreiches Know-how und erarbeitet selbst für komplizierte Sachverhalte mit Ihnen zusammen eine passende Lösung. Ob Haustür, Garagentor, Sonnenschutz, wir haben für jeden Bedarf das passende Produkt. Hier findet jeder sein passendes Profi-Werkzeug in unserem riesigen Sortiment. Kommen Sie zu BGN Gleichauf, Ihrer Handwerkstatt und Bäderseenplan in Kaufenausstellung in Neumarkt. Ohne eine gute Baufinanzierung fehlt das wichtigste Fundament. Nutzen Sie dafür das Wissen unserer Experten, die schon über 7 Millionen Menschen in die eigenen vier Wände gebracht haben. Lassen Sie sich jetzt bei den Volks- und Raiffeisenbanken und den Heimatexperten von Schwäbisch Hall zu Ihrer Baufinanzierung beraten. Glas ist mehr als eine einfache Scheibe. Es sorgt für modernes Ambiente im Bad. Es sichert und verbindet Stockwerke. Es schützt stilvoll vor schlechtem Wetter. Mehr Ideen und kompetente Umsetzungen bietet Glasgötz in Neumarkt. Besuchen Sie unsere Ausstellung in der Alois-Senefelder Straße 35. Willkommen zurück. Der Vorverkauf hat bereits begonnen für die Veranstaltungen, die der Verein K3 für die zweite Hälfte des Jahres 2018 geplant hat. Die Organisatoren haben sich ja auf die Fahnen geschrieben, das Kulturleben der Jurastadt zu bereichern. Und die Ideen dafür wurden vergangene Woche vorgestellt. K3, Kunst, Kultur, Kino, wird unterstützt durch die Raiffeisenbank Neumarkt. Meine Bank, meine Region. Ob es nun eine Chinesin ist, die Bayerisch lernen will, drei Spaßprediger aus Bamberg, die Unfug stiften, oder ein Musikduo mit Humor und Können. All das verspricht einen unterhaltsamen Abend. Der Kulturverein K3 bleibt also auch im zweiten Halbjahr seinem Kurs treu und präsentiert eine Mischung aus Kabarett, Musik, Theater und mehr. My Fair Lady von dem Regensburger Turmtheater, dieses Erfolgsstück, das in Regensburg ja seit 200 Vorstellungen ausverkauft ist, das haben wir nach Neumarkt geholt. Pau, Petra Schäser und Oliver Hahn, zwei wirklich hervorragende Musiker, die mit deutschsprachigen Chansons ein bisschen in die Jazzrichtung gehen. Und dann im Kabarettbereich, ja, das totale Bamberger Kabarett. Das sind also drei Highlights aus drei verschiedenen Sparten. Neben Freiwilligen, die bei den Veranstaltungen im Ausschank und an der Kasse tätig sind, ist der Verein weiterhin auf der Suche nach einer festen Veranstaltungsstätte. Die Situation, die wir jetzt haben mit dem K3, dass wir wechselnde Locations besuchen, ist natürlich sehr interessant und spannend, hat aber natürlich auch zur Folge, dass der Aufwand immer sehr, sehr groß ist. Wir müssen jedes Mal aufbauen, wir müssen jedes Mal für jede Einzelveranstaltung Miete zahlen, Genehmigungen einholen. Mit einer Aufenthaltsdauer von einem halben Jahr wäre dem Verein K3 schon geholfen. Denn so könnte sich das Organisationsteam noch mehr darauf konzentrieren, namhafte Künstler nach Neumarkt zu bringen. K3, Kunst, Kultur, Kino, wird unterstützt durch die Raiffeisenbank Neumarkt. Meine Bank, meine Region. Rund 120.000 Medien kann man aktuell in der Neumarkter Stadtbibliothek ausleihen. Dazu zählen aber nicht nur Bücher, sondern auch Musik, CDs, Zeitschriften, Filme und sogar Computerspiele. Das klingt jetzt erstmal nach viel, ist es aber eigentlich nicht, wenn man das Angebot im Internet auf unterschiedlichsten Plattformen vergleicht. Wie hoch die Konkurrenz ist, fragt Uli Badura jetzt im Bus nach. Nächster Halt wird präsentiert von Ihren Stadtwerken Neumarkt. Der Energiedienstleister für Stadt und Region. Mit einem einzigen Mausklick kann man heutzutage zum Beispiel ein Buch im Internet bestellen, welches dann geliefert wird, oder aber man kann sich es auch herunterladen und zum Beispiel auf dem Computer oder auf dem Tablet lesen. Frau Auer, welche Herausforderungen bringt denn das mit sich für eine Einrichtung wie Ihre? Ja, also dadurch haben wir natürlich grundsätzlich nicht mehr so viele Ausleihen, wie das früher Bibliotheken hatten. Und die Leistungsfähigkeit von Bibliotheken ist immer daran gemessen worden. Wie viele Ausleihen habt ihr denn?
Also ich glaube, das Wichtigste für eine Bibliothek ist wirklich, sich zu überlegen, wo wollen wir uns positionieren, wofür sind wir noch da oder was können wir unseren Bürgern bieten, was jemand anders nicht bieten kann. Und der Trend geht da auch zum einen natürlich zu den Veranstaltungen, aber auch, und das finde ich auch ganz, ganz wichtig, als Aufenthaltsort. Also für viele sind wir einfach ein zweites Wohnzimmer. Die Leute fühlen sich wohl bei uns, die können sich vielleicht eine Tageszeitung nicht mehr leisten, kommen dann jeden Morgen und lesen Zeitung, trinken Kaffee. Dieses Psst in der Bibliothek gibt es nicht mehr. Ich wollte es gerade ansprechen. Ja. Seit einigen Jahren haben auch Sie die Möglichkeit, dass man sich Tablets ausleiht und Bücher eben nicht in klassischer gedruckter Form liest, sondern auf dem Bildschirm. Wie gut wird denn das angenommen? Wie hat sich das entwickelt? Also es wird sehr gut angenommen. Man hat mal, als es losging, gesagt, so 4% der Ausleihen ungefähr, da wird sich stabilisieren. Das hat sich nicht bewahrheitet. Also wir sind jetzt in Neumarkt bei 10% der Ausleihen und es steigt noch immer. Also es ist ein großes Feld und auch da müssen wir ja auswählen. Also wir können ja nicht alles anbieten, was es gibt, sondern wir müssen gucken, was ist denn interessant für unsere Leser. Mich persönlich ärgert beim Ausleihen in einer Bibliothek, wie andere Leute wohl mit den ausgeliehenen Dingen umgehen. Was bekommen Sie davon mit? Also ich weiß nicht, ob man da von einer Veränderung sprechen kann. Ich denke, es gibt einfach einige, die da keinen Wert drauf legen, dass das gut behandelt wird. Wir haben aber sehr viele Leser, die das eben ganz wichtig finden, dass es sauber und ordentlich ist. Und die schon bei einem kleinen Riss kommen und sagen, oh, ich habe es beschädigt, kann ich was tun? Also soll ich es ersetzen, was soll ich tun? Bei den Büchern kommt es schon mal darauf an, wie die gebunden sind. Wir versuchen natürlich, was Hochwertiges zu kaufen. Die halten dann schon auch mal 50, 60 Ausleihen. Wenn man das vergleicht als Einzelperson, kaufe ich das, lese es einmal und das war's. Zu welchem Buch greifen Sie denn außerhalb der Arbeitszeit aktuell? Ja, das werde ich immer wieder gefragt. Ich lese normalerweise parallel 2 oder 3. Aktuell läuft im Auto ein Hörbuch. Das darf immer nicht so anspruchsvoll sein. Da läuft einfach Rita Falk momentan. Das ist lustig, man muss sich nicht konzentrieren. Aber lesen tue ich gerade von der Jessie Burton, Das Geheimnis der Muse. Das ist ein bisschen was Anspruchsvolleres, beschäftigt sich mit Geschichte. Also das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Wer gerade was sucht, ist auch ganz aktuell. Nächster Halt wurde präsentiert von Ihren Stadtwerken Neumarkt, der Energiedienstleister für Stadt und Region. Und was in den nächsten Tagen in Neumarkt und der Region geboten ist, das verraten wir Ihnen wie immer in unseren Veranstaltungshinweisen. Wir wissen, wo was los ist und was schmeckt. Vom Fass in Neumarkt sehen, probieren, genießen. Am Donnerstag präsentiert die Big Band Blue Note bekannte Musikstücke aus Jazz, Pop und Rock. Picknick und Getränke werden von den Gästen selbst mitgebracht. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr im Schlossgarten in Postbauerhengen. Der Eintritt ist frei. Der zweite Flohmarkt mit Schnäppchentag auf dem Freistädter Marktplatz bietet viele attraktive Angebote. Ab 9 Uhr laden die Geschäfte zur Schnäppchenjagd ein. Veranstaltet wird die Aktion durch den Verein Wir leben Freistadt e.V. Von den kleinsten im Alter von 3 Jahren bis hin zu den großen Magic Butterflies. Am Sonntag um 16 Uhr wirbeln, tanzen und turnen verschiedene Generationen über die Bühne im LGS-Park. Erzählt wird ab 16 Uhr die Geschichte von Alice in der Wunderkiste. Der Eintritt ist frei. Am Mittwoch, den 25. haben Kinder von 7 bis 10 Jahren die Möglichkeit, ihre Stadt zu entdecken. Dieses Mal geht es um die Neumarkter Feuerwehr. Treffpunkt ist um 16 Uhr in der St. Florianstraße 2. Eine Anmeldung auf der Webseite des Bürgerhauses Neumarkt ist erforderlich. Wir wissen, wo was los ist und was schmeckt. Vom Fass in Neumarkt sehen, probieren, genießen. Und das war schon wieder mit dem Marktplatz Neumarkt für heute. Wenn Sie Lust haben, dann besuchen Sie uns doch auch einfach mal im Internet unter neumarkt-tv.de. Da finden Sie all unsere Sendungen zum noch einmal anschauen und natürlich aktuelle Nachrichten. Am Freitag begrüßt Sie an dieser Stelle mein Kollege Uli Badura mit einer neuen Folge von Endlich Wochenende. Und ich hoffe, wir sehen uns auch da wieder. Bis dahin, machen Sie es gut!